Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch ein sehr, sehr einfaches Rezept und zwar mein Rezept für einen köstlichen, knusprigen, saftigen Hefestreuselkuchen. Letzte Woche bei der Premiere haben ja einige Leute sich einen Hefeteig gewünscht und dem komme ich jetzt nach mit diesem Video. Es ist ein Hefeschwerteig. Ein Schwerteig deswegen, weil noch ein Ei und Butter mit drin ist. Es gibt ja auch Hefeteige, die ohne das auskommen. Der Kuchen ist einfach mega köstlich. Er besteht aus eben diesem fluffigen Hefeteig und leckeren, knusprigen Streuseln. Und obenauf, wer mag, kann das Ganze noch saftiger machen mit einem Butter-Sahne-Guss. Das ist optional. Auf jeden Fall ist es ein ultra köstliches Rezept. Und ich werde euch in diesem Video auch alle Tipps und Tricks zum Gelingen eines guten Hefeteigs verraten. Und schreibe sie euch natürlich auch zusammen mit den Zutaten und dem Rezept zum Ausdrucken auf meinem Blog. Den Link dazu findet ihr wie immer in der Infobox. Da könnt ihr einfach gucken oder ich verlinke euch das hier oben auch auf dem kleinen i. Und jetzt zeige ich euch erstmal die Zutaten. Das sind unsere Zutaten: 500 Gramm Mehl, 220 Gramm warme Milch, 100 Gramm Zucker, 80 Gramm Butter, etwas Salz, ungefähr einen halben Teelöffel, ein mittelgroßes Ei. Alle Zutaten sollten zimmerwarm sein und einen Beutel Hefe. Und zwar sind es 7 Gramm und diese Menge Hefe ist ausreichend für die 500 Gramm Mehl. Ihr könnt auch stattdessen einen halben Frischhefewürfel verwenden. Für die Streusel benötigen wir 250 Gramm Mehl, 120 Gramm Zucker, 150 Gramm Butter und ein Päckchen Vanillinzucker. Ich nehme hier absichtlich keinen Vanillezucker, damit die Streusel einfach nicht so dunkel werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch Bourbon-Vanillezucker verwenden. Für den Guss, und das ist optional, das macht das Ganze halt noch saftiger, kann man dann noch 100 Milliliter Sahne und 75 Gramm Butter verwenden. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, jeden Sonntag gibt es hier ein neues Torten- oder Kuchenrezept. Deswegen, wenn ihr keins mehr verpassen wollt, einfach unten den Kanal abonnieren und die kleine Glocke auch gleich drücken. Dann bekommt ihr nämlich alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video hochgeladen ist oder wenn eine Premiere startet. Deswegen ist das immer ganz günstig, das zu machen. So, und als erstes habe ich mir die Milch jetzt auf 37 Grad erhitzt. Hierbei können schon die ersten Fehler geschehen, denn mehr als 37 Grad hält die Hefe nicht aus. Sie stirbt dann ab. Die Hefe ist ja ein Lebewesen und wenn wir sie zu heiß behandeln, dann will sie halt nicht mehr. Achtet also wirklich immer darauf, und das ist mein Tipp Nummer 1, dass die Hefemilch nur lauwarm sein darf. 37 Grad am besten, wenn ihr nicht sicher seid, kontrollieren mit einem Küchenthermometer, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Wichtig ist natürlich auch noch, dass eure Hefe nicht zu alt ist. Sie sollte möglichst immer frisch sein, sie darf nicht abgelaufen sein, denn dann verliert sie ganz klar ihre Triebkraft. Die warme Milch, maximal 37 Grad, in eine Schüssel geben. Wundert euch bitte nicht, wenn im Hintergrund wieder Geräusche sind. Das sind immer noch meine Handwerker. Das dauert noch ein bisschen, bis die alle weg sind. So, und jetzt könnt ihr eure Frischhefe oder eben die getrocknete Hefe hier hineingeben in die warme Milch. Bei der Frischhefe einfach so ein bisschen zerbröckeln, dass es nicht so ein Klumpen ist, dass sie sich dann nachher auch gut auflöst. Was ich jetzt noch mache, um der Hefe sozusagen Nahrung zu geben, damit sie gleich schön anspringt, ist ein Teelöffel Zucker hinzugeben. So, das Ganze kann jetzt auch kurz verrührt werden. Und es fängt auch schon an zu duften und jetzt lasse ich das einfach mal so 10 Minuten abgedeckt stehen und bereite mir in der Zeit die anderen Zutaten zu, messe mir alles ab und so weiter und dann können wir gleich mit der angesprungenen Hefe weiterarbeiten. Wenn die Hefe so schön angesprungen ist, also so ein bisschen dick geworden ist, beziehungsweise einfach gut duftet nach Hefe, dann können wir uns das Ei hinzugeben und das Ei sollte unbedingt Zimmertemperatur haben, so wie alle anderen Zutaten auch. Das ist ganz wichtig, denn wenn jetzt ein kaltes Ei hinzukommt, dann findet das die Hefe auch nicht so witzig. Und das rühren wir jetzt gerade einfach unter. Und ihr seht, wie schön dick jetzt die Hefe geworden ist und schaumig. Und wenn ihr riechen könntet, wie die Hefe riecht, so richtig lecker. Ja, und jetzt haben wir hier unser Mehl und geben da einfach mal den Zucker hinzu. Davon hatte ich ja schon den einen Teelöffel abgenommen. Und das Salz, nicht vergessen. Das kann jetzt auch hier hinzu und dann nehme ich einen halben Teelöffel.
Und das Ganze vermische ich jetzt miteinander. So. Und gebe das einfach hier zu meiner Hefe hinzu. Hefemilch vielmehr. Einfach mit hineingeben. Und rühre das Mehl einfach gerade rein. Und knete das so ein bisschen unter. Also rühre das erstmal so ein bisschen unter. Das ist ja noch kein Kneten. Und jetzt gebe ich mir auch die Butter hinzu. Die sollte auch zimmerwarm sein, ganz wichtig. Die sollte jetzt auch nicht total kalt sein, dann ist wieder dasselbe Problem. Und die Butter auch gerade noch unterkneten. Und selbstverständlich könnt ihr das Ganze auch in der Küchenmaschine machen, aber ich zeige das jetzt einfach so per Hand. Man braucht nämlich gar keine Maschine dafür. Aber wenn, dann benutzt ihr bitte die Knethaken. So, und jetzt mache ich mit der Hand weiter. Erstmal hier meinen Spatel wieder befreien. Ich knete das jetzt einfach mit der Hand schön durch. Ich habe mir jetzt Handschuhe angezogen. Ihr könnt auch gerne mit den sauberen Fingern manchen. Das geht auch natürlich. Die Finger sind sowieso das beste Werkzeug. Und das alles sollte jetzt so lang verknetet werden, bis ein geschmeidiger Teig entsteht. Das kann mit der Hand durchaus so 10 bis 15 Minuten dauern. Im Thermomix dauert es immer so 3 Minuten, in anderen Küchenmaschinen auch etwa 10 Minuten. Und ihr merkt das dann auch, wenn der Teig so richtig schön geschmeidig wird und nicht mehr so klumpig ist. Momentan sieht er halt so ein bisschen brüchig noch aus. Das sieht man hier, das ist noch kein richtig guter Teig, hat sich noch nicht alles verbunden. Deswegen einfach weiter durchkneten. Mit Handschuhen geht das jetzt nicht so gut. Ich mache das normalerweise auch immer in der Küchenmaschine. Aber einfach, um euch zu zeigen, wie der Teig sich verändert, ist es jetzt sinnvoller für das Video einfach per Hand zu kneten. Und ihr seht, er wird jetzt etwas geschmeidiger. Und ich nehme ihn jetzt einfach mal raus aus der Schüssel. Der ist jetzt nicht mehr so klebrig und da kann man ihn am besten auf der Arbeitsfläche kneten, damit er einfach richtig schön, damit man auch den Widerstand hat. Bitte nicht zu viel Mehl zufügen, das ist ein weiterer Fehler, den man machen könnte. Wenn man jetzt hier glaubt, man muss da ganz viel Mehl drunter machen, dann verändert sich die Konsistenz des Teiges zum Schlechteren hin. Also versucht einfach den Teig so lange in der Schüssel zu kneten, bis halt er nicht mehr so arg klebrig ist und sich auf der Arbeitsfläche schön verarbeiten lässt. Und ihr seht, er wird jetzt immer schöner und immer geschmeidiger. Also ich knete jetzt so ungefähr 5 Minuten. Und er sieht schon viel, viel besser aus. Also viel geschmeidiger, viel flexibler und nicht mehr so brüchig. Also wenn ich jetzt ziehe, dann reißt er nicht mehr so schnell. Aber es reicht noch nicht. Noch weitere 5 Minuten muss geknetet werden. Wenn der Teig so schön geschmeidig ist und man ihn sich schön rund zu einer Kugel formen kann, dann kommt er jetzt in die Schüssel wieder zurück. Und wir können ihn mit einem feuchten Küchentuch oder einem Silikon abdecken. Ganz wichtig, nicht vergessen abzudecken, denn sonst trocknet euch der Teig aus. Ungefähr eine Stunde darf der Teig jetzt ruhen, das heißt aufgehen. Die Hefe wird jetzt anfangen zu arbeiten und wird jetzt den Zucker verstoffwechseln, wird uns die schöne Lockerung in unseren fluffigen Hefeteig bringen. Deswegen müssen wir an der Stelle unbedingt Geduld haben. Ich werde mir jetzt in der Zwischenzeit schon mal die Streusel zubereiten und das mache ich jetzt auch per Hand, wenn wir schon mal dabei sind. Natürlich könnt ihr das auch wieder in der Küchenmaschine machen, gar kein Thema. Aber damit es einfach jeder jetzt ganz genau sieht, zeige ich das heute alles total analog. Gut, die Zutaten für die Streusel sind ja denkbar einfach. Die geben wir einfach miteinander alle in eine Schüssel. Den Zucker zum Mehl hinzugeben. Die Butter am besten in Flöckchen hier
oben aufgeben. Die ist jetzt bei mir ganz weich und das ist auch gut so. Jetzt kommt noch der Vanillezucker hinzu, beziehungsweise der Vanillinzucker. Ich werde jetzt erstmal mit dem Spatel einfach so ein bisschen durchmischen und dann am Schluss, wenn sich so ein bisschen verbunden hat, mit den Fingern den letzten Streuselschliff geben. Ihr könnt zu den Streuseln natürlich auch noch Zimt oder andere Gewürze hinzugeben, Tonkabohne oder Aroma, zum Beispiel Orangenschalenabrieb oder Zitronenschalenabrieb. Das ist ja jetzt hier ein Grundrezept und das kann beliebig abgewandelt werden. Da kann natürlich auch ein Belag auf den Hefegrundteig und dann erst die Streusel drauf. Also das ist wirklich ein Rezept, was ihr ab jetzt immer verwenden könnt in verschiedenen Varianten. So, und jetzt mit den Fingerspitzen das Ganze so ein bisschen zu streuseln, zerbröseln. Ihr könnt das auch eure Kinder machen lassen, dann aber aufpassen, dass am Ende noch was übrig ist. Das ist die klassische Zubereitung für Streusel. So hat es mir meine Großmutter beigebracht. Ohne Küchenmaschine, einfach per Hand. Meine Schüssel ist jetzt vielleicht ein bisschen zu klein, sollte eine größere Schüssel sein eigentlich. Dann geht es einfacher. Und so könnt ihr jetzt auch mit den Fingern die Größe der Streusel bestimmen. Und ich sag euch, handgemachte Streusel schmecken auf jeden Fall am besten. Die Streusel sind fertig. Wunderbar, einige sind größer, einige sind kleiner, so muss das sein. Die stelle ich mir jetzt beiseite, am besten kalt stellen, auch abgedeckt, bis unser Teig fertig gegangen ist. Das Tolle ist, man kann sich in der Ruhezeit einfach jetzt die Küche wieder aufräumen, dann nach einer halben Stunde den Ofen schon mal vorheizen auf 180 Grad Ober-Unterhitze oder 160 Grad Umluft und dann in einer wieder sauberen Küche den Teig fürs Backblech fertig machen. So, mein Teig ist fertig und er hat jetzt nun wirklich die ganze Schüssel schön ausgefüllt und wunderbar. Ich bemehl mir jetzt die Fläche hier einfach noch mit einem ganz, ganz bisschen Mehl. Ein Hauch soll das nur sein. Dann gebe ich meinen Teig da drauf. Und ihr seht, wie schön der auch Fäden zieht. Also das zeigt schon an, dass er super schön fluffig wird. Und jetzt nicht erschrecken, wenn der Teig ein bisschen von seiner Luft verliert. Das ist ganz normal. Ihr könnt ihn einfach so ein bisschen drücken und die Gase ausstoßen und dann kann er ausgerollt werden. Das Rollholz vielleicht auch noch ein bisschen bemehlen. So, und jetzt geht's los. Vorsichtig, nicht zu wild. Denn Hefeteig mag es, wenn man ihn vorsichtig und wie eine Diva behandelt. Also einfach ganz sachte und immer auch in die Diagonale gehen. Dann wird es auch schön gleichmäßig. Sollte der Teig bockig sein und sich immer wieder zusammenziehen, dann ist er noch nicht lang genug gegangen. Er kann einfach noch ein bisschen ruhen zwischendurch, dann geht es auch wieder. Ihr seht aber, wenn der Teig richtig gut gegangen ist, lässt er sich auch ohne Probleme ausrollen. Und jetzt können wir uns den Teig einfach nehmen und ins Backblech hineingeben oder auf das Backblech vielmehr. Und ich habe ihn auch richtig ausgerollt, gerade noch ein bisschen zurechtrücken, damit er überall alles bedeckt. Und den Backrahmen braucht ihr nicht unbedingt, aber dann wird das Ganze halt gleichmäßiger. Die Ränder vielleicht auch nochmal runterdrücken, sonst gibt es immer so einen dicken Rand. Ich finde das persönlich nicht so schön. Und fertig ist unser wunderschöner Hefeteig auf dem Blech. Und wir haben ja die Streusel schon vorbereitet und können die jetzt einfach hier drauf geben. Einfach gerade drauf verteilen. Schauen, dass überall gleichmäßig Streusel sind. Und ich liebe Streuselkuchen und meine ganze Familie liebt den Streuselkuchen. Der muss immer dabei sein bei jeder Familienfeier. Und ich mache diesen jetzt hier auch für eine Feier, nämlich die Kommunion meines kleinen Jo. Jetzt muss unser Kuchen noch ungefähr eine halbe Stunde gehen, damit er nochmal schön aufgehen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das nennt man zweite Gare. Vergesst das bitte nicht. Am besten auf einer Heizung, schön abgedeckt.
wirklich noch eine halbe Stunde, während der Ofen auf 180 Grad vorheizt, gehen lassen. So, die halbe Stunde ist rum. Mein Kuchen ist in der zweiten Gare gewesen und ich werde ihn jetzt bei 180 Grad Ober-Unterhitze 25 bis 30 Minuten in der Mitte des vorgeheizten Backofens backen. Und ich freue mich schon total aufs Probieren nachher. So, nach 25 Minuten ist der Kuchen fertig und sieht wunderschön aus. Richtig schön gebräunter Teig, schön aufgegangen und die Streusel sind auch schön gebräunt und fluffig. Und ich lasse den Kuchen jetzt erstmal wie immer 10 Minuten in der Form abkühlen, werde ihn dann auf einem Kuchengitter ganz auskühlen lassen. Vorher gebe ich aber noch den Guss darüber, den habe ich mir schon heiß gemacht. So sieht der Guss aus, Butter und Sahne und ich habe ein bisschen Vanillinzucker dazu gemacht. Und jetzt einfach hier überall verteilen auf dem Kuchen. So wird der Kuchen super saftig und toll. Nach 10 Minuten kann man jetzt den Backrahmen schon mal lösen und den Kuchen vollständig auskühlen lassen. Jetzt schneide ich den Kuchen mal an und zeige euch ein Stück. Der ist jetzt noch lauwarm bei mir. Beziehungsweise stimmt gar nicht, eigentlich ist er noch heiß. Ich habe nämlich nicht warten können. Ich will euch ja unbedingt zeigen, wie wunderschön der aussieht. Ja, und hier ist unser fantastischer, super leckerer Streuselkuchen. Ich bin echt begeistert, er ist total fluffig. Ihr seht es hier, man kann ihn so drücken und er springt wieder zurück. Ich lasse das Ganze jetzt noch ein bisschen auskühlen und werde ihn dann für euch probieren. So, dann schütte ich mir mal Kaffee ein. Das Ganze noch mit Puderzucker ein bisschen bestreuen, wer möchte. Kann man besser mit der Hand essen eigentlich. Ein Traum. Traumkuchen. Super lecker. Ich glaube, dass der Guss noch das Tüpfelchen aufs i bringt. Der Hefeteig ist super fluffig. Die Streusel sind trotz des Gusses super schön kross, auch noch am zweiten Tag. Man muss ihn dann einfach nur noch mal in den Ofen schieben kurz oder in der Mikrowelle erwärmen. Also es ist ein perfekter Kuchen. Er schmeckt mega lecker. Der beste Streuselkuchen, den ich jemals gebacken habe. Ist echt wahr. Das war der leckere, super saftige Streuselkuchen mit dem Grundrezept für Hefeschwerteig. Ich hoffe, euch hat das Rezept genauso gefallen wie uns hier. Hinterlasst mir gerne einen netten Kommentar und eine positive Bewertung. Vergesst bitte auch nicht, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier unten einfach drücken bzw. die kleine Glocke dann auch aktivieren. Dann bekommt ihr alle Benachrichtigungen, wenn ein neues Video online geht. Und das nächste Video ist geplant für nächsten Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbacken und bis dann. Tschüss!